Montag? Montag in der Woche? Klar, Montag in der Woche. Jean, lach nicht. Das ist nicht komisch. In 8 Tagen? Ja. Probier den in der Sonne. Ich würde sagen Donnerstag. Donnerstag? Mhm. In 4 Tagen? Ja, in 4 Tagen. Mhm. Wenn du in 8 Tagen anfängst, könnte es für die Roten zu spät sein. Und du kannst höchstens noch Konfitüre machen. Schmeckt doch schon gut, oder? Hm. Oder? Ja, aber die Haut ist noch super dick. Und? Na, wenn sie soweit wären, wäre sie viel dünner. Der Saft käme vielleicht daraus. Siehst du, die Kerne, die sind kaum braun. Mal ehrlich, ich würde länger warten, dann haben sie mehr Fleisch. Ja, weil du im Grunde einen unkomplizierten Wein machen willst, wie den vom Papa. Willst du nicht mal einen komplexeren mit mehr Säure? Ja. Also. Wollt ihr nicht die Laboruntersuchung abwarten? Um 15 Uhr kommen die Ergebnisse, dann weiß man wenigstens, wovon man spricht. Probier nochmal. Okay. Ihr müsst die vom Hang probieren. Das ist ein Riesenunterschied. 4 Tage sind zu wenig. Ach was, das ist nicht zu wenig. Ich muss los. Ja? Sian hat angerufen. Ich muss mich da drüben blicken lassen. Jeremy! Komm. Ja? Probier den. Nein, Marcel, ich bin auf dem Sprung. Oh, du hast doch nicht ab ohne ein Glas 95er Perrier. 95er? Komm, los, probier. Okay, aber nur einen Schluck. Was ist das, 95er Perrier? Ich probier nur schnell, dann bin ich weg. Danke. Als ich klein war, sah ich jeden Morgen aus dem Fenster und dachte, jeder Morgen sieht anders aus. Später wurde mir klar, dass sich hier eigentlich nie etwas ändert. Ich hatte Lust, um die Welt zu reisen. Und jetzt bin ich zurück. Na, wen haben wir denn da? Also, ich mache Wein. Mhm. Seit 2 Jahren arbeite ich Vollzeit mit Papa, aber... Er ist jetzt seit 4 Monaten im Krankenhaus. Ist das dein Ernst? Der taucht auf einmal auf und wir sind alle... Was weißt du denn von meinem Leben? Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich weiß nichts von deinem Leben. Nicht wo du lebst, nicht mal was du machst. Und? Wie ist das große Wiedersehen? Was ist denn? Es... Uns wurde gerade bewusst, dass es neben dem Verlust unseres Vaters noch viel zu verlieren gab. Dann willst du sicher deinen Anteil am Erbe verkaufen? Ich kann mir nicht vorstellen, hier zu leben. Kratzt sich das überhaupt nicht, den Ort zu verkaufen, wo wir aufgewachsen sind? Der Wein, die ganze Arbeit von Papa und Maman und die ganze... Das geht dich überhaupt nichts an. Und ob, Jean? Du sprichst da auch von meinem Leben. Ich habe die Welt gesehen, aber manchmal glaube ich bin eher vor allem geflohen. Wovor bist du geflohen? Vor allem hier. Meinen Wurzeln. Es ist ein bisschen speziell für uns drei dieses Jahr, weil wir drei haben unseren Vater verloren. Aber du bist zurück. Und wenn die leer ist, gibt's eine neue! Die Liebe ist wieder rein. Sie braucht Zeit. Wahnsinnig, wahnsinnig fruchtig. Vielleicht etwas zu fruchtig. Wow, eine Fruchtexplosion. Fruit Loops. Bup, 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 bup. Eine Explosion im Mund.